Also ich werde jetzt die Frage beantworten, wie sicher für mich Berlin ist. Ich bin hier aufgewachsen und hier geboren und hatte bis heute keine schlechten Erfahrungen. Na klar hört man so von Bekannten, von Freunden, dass es so bestimmte Ecken in Berlin gibt, die nicht so sicher sind, wo man abends lieber nicht alleine hinlaufen sollte oder spazieren gehen sollte. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, am Frankfurter Allee, da würde ich abends eher nicht so gerne alleine laufen. Ich persönlich habe keine Menschen um mich herum, die halt mal vermisst sind oder entführt worden sind. Natürlich hört man das halt immer ab und zu oder sehr oft sogar. Was ich aber darüber denke, ist, dass wir uns nicht auf das Schlechte konzentrieren sollten oder auf diese Nachrichten, wo wir halt immer wieder hören, dass Menschen entführt werden, weil ich denke, dass wir dann genau diese Energie nähren und sich das dann vergrößern wird und auch immer mehr Menschen entführt werden, weil wir halt uns wirklich nur darauf fokussieren. Was besser gemacht werden kann, ist, persönlich habe ich jetzt da keinen Vorschlag, aber ich finde einfach, dass wir uns auf das Gute konzentrieren sollten und damit sich diese Sachen einfach nicht noch mehr in unserer Stadt Berlin vergrößern. Würde ich sagen, es ist relativ unsicher, weil wir hier in einer Millionenstadt leben mit viel Kriminalität und ich würde sagen, relativ viel wenig Zivilcourage. Wenn hier jemand irgendwo eine Straftat begeht, schauen viele Leute weg. Und ich glaube, es ist relativ leicht, sogar hier abends gekidnappt zu werden oder belästigt zu werden, auf eine Art. Weil es sehr viele weirde Typen gibt, die Leuten nichts Gutes wollen. Und ich glaube, Leute müssen viel mehr Zivilcourage zeigen und viel mehr aware sein auf, was um sie herum passiert. Denn in so einer großen Stadt kann man schnell verloren gehen oder zumindest schnell untergehen. Deswegen glaube ich,